Hallo Leute und herzlich willkommen zur 5. Folge Minecraft The Year. Wir sind immer noch im Winter und wir sind immer noch in meinem noch nicht mal irgendwie angefangen fertigen Haus. Ich spiele heute mit Dennis wieder. Hi. Auf dem Server sind momentan noch Fabriel und Ali Hopper. Doch. Ja, wer weiß, was passiert. Wir wollen heute hier weiter runter. Glasboden ist schon da. Allerdings sieht es noch ein bisschen blöd aus. Wir haben halt. Ja. Das. Nur kurz, Spitzhacke von mir. Boden. Ich hole. Reicht mein Schaufel noch? 9 Haltbarkeit könnte knapp werden. Eine Steinhacke brauche ich nicht. Ich weiß, es ist sehr viel Unordnung. Ich weiß, ich werde es aufräumen. Hast du ein Mod oder so drin, weil du die Durability siehst? Nö. Hä, wie machst du das dann? F3 und H müsste das gewesen sein. F3 und H müsste es gewesen sein, dann kannst du einfach so mit der Maus rüber gehen und dann siehst du, wie viel Haltbarkeit die noch haben. Okay. Müsste so gewesen sein. Ah, hier ist mein ganzes Glas noch drin. Das brauche ich erstmal jetzt nicht. Ich tue es. Stimmt. War es F3 und H? Ich glaube schon. Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe nur stimmt gesagt wegen Fabriel, weil die gerade das Achievement hat. Der Server hat nämlich letztens bei ihr was verschlammt. Er hat letztens 2 oder 3 Achievements gehabt und die waren dann irgendwann wieder weg. Nee, ich glaube eine Schaufel reicht, oder? Eine sollte reichen. Dann brauchst du keine Schaufel. Bedien dich an den Items, wenn du was brauchst. Okay, schon. So, wir wollen jetzt hier. Wir gehen jetzt hier in einer Treppenform nach unten, sodass wir hier wieder rauskommen, Dennis. Was? War nix. Wir gehen jetzt hier in der Treppenform, so der Passform nach unten, so circa, würde ich ja sagen, erstmal so 10 bis 20 Blöcke. Jupp. Mach trotzdem hier so einen Rand mit, weil dann haben wir so eine Form. Ja. Ich nehme jetzt einfach die Dia-Pickaxe. Serial. Ich spare noch, bis ich so einen guten Batzen habe. Ja, ich habe eine, die halt so halb verbraucht ist, deswegen kann ich die jetzt einfach nutzen. Ist ja egal. Falls ihr Kommentare schreibt und euch denkt, hä, warum antworten die nicht oder warum machen die das nicht in der nächsten Folge? Wir sind momentan ein bisschen am Vorproduzieren, weil sonst wir mal wieder Zeit haben. Sonst ist es einfach nicht möglich. Wir sind momentan halt am Wochenende, machen wir ein bisschen Vorproduzieren, weil wir da halt Zeit haben zu zocken vernünftig. Ja. Unter der Woche wird es bei mir mittlerweile auch wieder kritisch. Deswegen müssen wir halt gucken, dass wir das so alles so einen kleinen Tick vorproduzieren. Wir werden wahrscheinlich so alle 2 Tage wird jetzt eine Folge hier zu kommen. Also wir versuchen es abwechselnd zu machen. Wenn es mal schief geht, dann geht's halt schief, weil. Dann sind's halt mal. Es sind auch nur Menschen, deswegen. Echt? Ich brauche eine neue Schaufel. Habe ich gehört? Hat doch nicht so gereicht, ich brauche eine neue Schaufel. Schau mal kurz eine Schaufel. Ich mache einfach direkt 2. Mach mal. Iron! Ja, hatte ich schon den Sinn. Ja, Iron zum zweiten Mal. Warte, ich mach. Ich hab mir jetzt extra eine Schaufel gekraftet. Zeit gespart jetzt. Ist
Eisen kommt eh noch weg. Müssen wir jetzt nicht erstmal aufs Eisen gehen oder so. Es kommt jetzt eh früher oder später geht das weg. So. Wenn man gerade herum, dass wir dann sehen, dass hier die Treppe ist. Genau. Nehme ich erstmal die Stein. Ich habe nämlich gerade momentan eine Steinspitzhacke dabei, eine Eisen und eine Diamanten. Ich habe noch Gold. Willst du noch eine Goldpicke machen? Dann hast du alles. Nee. Holz ist noch in der Kiste, also Gold habe ich auch, also Gold habe ich, aber keine Goldspitzhacke. Ich mache erstmal die Steine jetzt alle. So, warum in der letzten Zeit wenig Videos kamen? Dennis hat es schon erwähnt, glaube. Ja, kurz angeschnitten, aber nicht so ausführlich. Ja, ich arbeite momentan, da ist halt nicht sehr viel Zeit dafür. Deswegen ist halt momentan eigentlich nur die Zeit am Wochenende und da hat man ja auch nicht immer dann Lust. Dann will man ein bisschen entspannen, dann hat man gerade keine Lust aufzunehmen. Wir hatten heute wirklich nicht wirklich was Anständiges, was wir machen konnten. Eben. Und jetzt haben wir halt uns wieder ein Projekt überlegt, was wir mit ein paar Leuten diesmal spielen. Und wie gesagt, ich habe schon mal die Frage beantwortet, nein, es ist nicht zum Mitspielen. Weil wir möchten einfach mal unter uns mal wieder was machen, so wie es vor langer Zeit einmal war. Ja. Und deswegen ist das jetzt hier nur so ein kleines gemeinschaftliches Projekt. Ja, wir haben auch ein bisschen Streit. Aber mehr oder weniger. Das Eisen, was wir hier finden, können wir dann direkt einschmelzen und Wie tief bist du eigentlich? Ich hatte so 10 bis 20 Blöcke jetzt vor. Bis 20. Also insgesamt 20 nach unten habe ich. Stimmt's? Ja. 1, 2, 3, 4. Kannst ja schon mal vorgraben, so eine Treppe 6. Nach unten. Ja, das habe ich gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 1 zu weit. Die 13. Es wird auf jeden Fall ein etwas 14, längeres Projekt. Das kann 15. Ich sagen. Oder das kann man so sagen, würde ich sagen. Würde ich sagen. Jo. Da wir einiges uns vorgenommen haben. Wir sind ja jetzt momentan im Winter. Dann kommt ja demnächst der Frühling. Also das hatten wir schon mal erklärt. Ja. Dann schaut euch einfach die anderen Folgen an. Also, wenn ihr dieses Video seht, also wir nehmen dieses Video gerade am 19.10. auf, also am Freitag. Also wahrscheinlich, wenn ihr das seht, letzte Woche Freitag. Wahrscheinlich, je nachdem. Ja, wir werden es erst nächste Woche hochladen, deswegen letzte Woche Freitag. Und wir werden morgen, also am 20.10. den Trailer hochladen. Also wisst ihr, wie lange wir schon vorproduzieren, im Grunde genommen. Ja, so grob wissen die das dann. Ja, kann man so ungefähr ausrechnen. Je nachdem, wann die Folge hier online kommt. Und dann wird es von mir auch wahrscheinlich ein bisschen Forza Horizon 4 geben. Ich habe jetzt auch einen Controller. Sind erstmal die wichtigsten Infos. Da ja am wann war das? Am Montag werde ich, also Montag den aktuellen, das ist der 22. Da werde ich morgens nochmal einen Arzttermin haben, weil für die, die es nicht wissen, ich habe mir vor Wochen
Das ist schon fast einen Monat her. Beim Dirtbike-Fahren. Also das Fahrrad-Dirtbike, auch besser bekannt unter Slopestyle. Bänder ist zugezogen und da waren ein paar Videos dabei mit der GoPro aufgenommen, die ich hochladen wollte, aber da man da mich da auf dem Boden liegen sieht, habe ich mir gedacht, das ist im Image nicht gut. Vor allem, ich habe mir die den Snapshot, sag ich mal, oder diese kurze Aufnahme, den Clip mal angeguckt und das dürfte ich YouTube-richtlinisch gar nicht hochladen. Deswegen, aber sobald ich beim Arzt war und er sagt, ja, darfst wieder, dann werden auch so ein paar Dirtbike-Videos kommen. Grunde genommen gibt es schon eine Folge davon. Dann nicht hochgeladen, weil ich habe mir die angeguckt und habe mal so ein bisschen nachgehakt allgemein. Da sind Sachen dabei, die ich von der YouTube-Richtlinie her gar nicht zeigen darf. Leider. Das Schlimmste, was zu sehen ist, ist, wie ich mir den Bänderriss geholt habe und wie das aussah. Also für eine kurze Erklärung, für die, die es gerne haben möchten, ansonsten so 10, 20 Sekunden bitte vorspringen. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe einen Fakie versucht, das ist eine Rampe hochfahren und die dann rückwärts wieder runterrollen. Und klar, Fahrrad rückwärts fahren ist nett, deswegen muss man da immer so ein bisschen rückwärts treten. So. Beim Sturz. Hast du Eisen? Ich habe Ach, 12. guck mal. Beim Dann Sturz bin schmelze ich ich das dann. kurz. Moment, So. ich habe hier noch ein bisschen Kohle im Notfall. Ich hab noch. Okay. Ist okay. Nee, beim Sturz bin ich dann aus dem Schuh rausgerutscht und dann sieht man, wie rechts so langsam sich bei mir die Haut auffetzt. Und sich mein Fuß um genau, ich glaube, gemessen waren das knappe 110 Grad nach innen dreht. Und ich glaube, das wäre YouTube-Richtlinie kein Millimeter erlaubt. Oder? Aber ich glaube auch. Genau, dann kommt auch demnächst wahrscheinlich noch ein Video, warum Gummihand denn Gummihand heißt. Also man könnte es sich denken, aber Musst du mich daran erinnern? was denn? Hab's gerade wieder verdrängt. Egal. Ja, kommt. Es kommt. Du sagst immer, es kommt, also. Was für eine Kiste hast du bei dir das Holz für Sticks? Musst du gucken, nimm einfach Holz und mach dir daraus Sticks. Bei mir werde ich dann den Erfolg auf jeden Fall ein Lager bauen, ey. Ja, bei mir wird hier unten dann in den Keller, der ja da die Treppen schon gebaut sind, wird da auch noch was kommen, ein bisschen Redstone-mäßiges. Redstone, ja. Woran ich mich dann versuchen werde, und wenn es scheitert, ich werde auch meinen Versuch hochladen, und wenn es kläglich scheitert, werde ich Dennis fragen. Frage ist, was hast du vor zu bauen? Das gucken wir dann. Das möchte ich noch nicht sagen. Das mache ich dann vielleicht, wenn wir mal mit den Folgen auf dem Stand der Dinge sind, sodass wir on time sind und nicht im Vorproduzieren, werde ich mal livestreamen hier auf dem Server. Und dann werde ich mir sowas mal vornehmen. War mein Plan. War dein Plan? So, den dürfen wir nicht abbauen. Genau, du musst schon die Treppe lassen. Sonst haben wir ein Problem. Ja, wir können uns hochstacken oder gegenseitig killen. So Double Kill mäßig. Finish him! Ah, ja, das war's aus. Ja, wir machen das hier gerade zu zweit. Natürlich könnte ich das auch alleine machen. Aber warum soll ich das alleine machen, wenn. Weil es Ja. schneller geht. Wenn ich dann. Dann bräuchte ich gefühlt 12 Folgen dafür, um den auszuheben. Es sei denn, du machst einen Mega-Cut und ja, du hast gefühlt eine Stunde lang nichts reden. Ja. Dann mache ich eine Mega-Timelap und dann. Das Video trotzdem eine Stunde lang. Ja. Weil ich dann gefühlt 4 Stunden aufgenommen habe. Gut, bei der Folge, die ich heute Morgen aufgenommen habe, das ist aktuell die Folge 4. Da habe ich ja was hingekriegt, wo ich mir gedacht habe, toll. Sagt, okay, ich beende das Video hier, schönen Tag noch, allen drum dran. Und dann, ach nee, das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Weil ich habe bei Minute 10, habe ich glaube ich mich verabschiedet und bei Minute 32 habe ich dann wirklich ausgemacht.
Ja, da wird auch noch was Lustiges passieren. Also schaut auf euch, wenn ihr die Folge seht und euch noch nicht die Folge 1 angeschaut habt, schaut euch unbedingt das Ende an. Nein, oh Mann. Ja, Ja, ich habe die Folgen gesehen. Sehr lustig. Also ist nur zu empfehlen, sich das Ende anzuschauen. jetzt ein kleiner Spoiler vorweg. Naja, eigentlich hinterher, wer es verfolgt, sieht ja eigentlich erst Folge aus 1, aber Ja egal. gut. Wir sind Hey, ja wir Folge haben 5. einen Zuschauer, der unseren Kanal jetzt jedes Video anschaut und es bewertet. Aha. Weil du weißt ja, ich mache ja demnächst am 1. April ein duales Studium. So Kameramann und Cutter. Mein so gesehener Lehrer guckt sich unsere Videos an, wie ich die schneide. Also ich habe gesagt, da wo ich, was meine Perspektive ist in den Videos, die tue ich auch selbst schneiden. Ja, natürlich ja machen. Also das darf Ja. man nicht verwerten. Ich bin da eher so ein bisschen. Ich kann da nicht so viel Zeit investieren. Das geht nicht. Da würde ich dran verzweifeln. Was haben wir hier gebaut? Das ist die Treppe. Ja, ich sehe es. Wie gesagt, meine Videos sind ja jetzt nicht so hoch. Also Dennis gibt sich in manchen Dingen halt einfach mehr Mühe, muss ich einfach sagen. Ist ja auch gut, werde ich auch irgendwann machen, wenn ich mehr Zeit dafür gefunden habe. Ich antworte hier. Aufnehmen. Naja, und zwar, was nur eine kleine Sache daran ist, der Tim, der nimmt ja mit OBS auf, wie ich auch, aber er schneidet mit Shotcut und ich habe von dieser Akademie ein. Obwohl nicht Akademie, habe ich noch gar nicht. Vom Kumpel von mir, genau, da habe ich ein Schnittprogramm bekommen, das was kostet. Und kann deutlich mehr. Ja, bei mir geht es ja auch im Grunde genommen momentan nur darum, dass ich mein Intro davor bekomme. Dass ich vielleicht eventuell ein Outro davor bekomme. Da bin ich ja gerade eins für dich zu produzieren. Bin ich gerade dabei. Genau. In der ersten Folge sieht man auch Dennis Outro schon. Beziehungsweise halt bei mir ist es halt dann mal, wird ein bisschen Musik drunter gelebt. Es geht bei mir halt nur darum, dass ich es schaffe, Musik drunter zu legen, vielleicht was wegzumachen, ein bisschen schneller zu machen und ja, das war es eigentlich auch schon. So, zum Beispiel, Tim kann, wenn er mit Filtern arbeitet, kann er, glaube ich, bis zu 40 verschiedene Filterarten auswählen. Von Bildbearbeitung bis hin zu Tonbearbeitung. Problem ist, bei meinem, das ist ein bisschen, sag mal, aufwendiger, das Programm. Da man mittlerweile bei dem, das Beste, was ich machen kann, ist, kann einen Bereich markieren, weil es erkennt auch Tiefen. Wird. Es erkennt wirklich in der Aufnahme, erkennt es die Kanten von den Blöcken in Minecraft und auch die einzelnen Texturen. Bedeutet, ich könnte, wenn du, du hast ja auch gerade Specs drin, oder? Yes. Wenn Was du ist denn willst, da gerade explodiert? Creeper. Bedeutet, Warst wenn du du, das? ja, komm mal kurz her. Weil mit dem Schnittprogramm, du siehst ja hier das Gras, stimmt's? Was hier Ja. unten so rausguckt unter dem Schnee. Ja. So, und mein Programm, das könnte sozusagen diese Ecken auswählen und die dann pink färben oder so. Dafür Brauchst tut. du auch eine neue Spitzhacke? Ne, ich habe noch eine. Ich mache mir gerade eine neue Eisenspitzhacke. Deswegen, wenn bei mir die Videos manchmal ein bisschen seltsam aussehen, liegt es daran, dass ich an dieses Programm noch nicht gewöhnt bin. Das Programm ist an sich auch scheiße, deswegen bin ich so froh, dass ein Kumpel mir das mit zur Verfügung gestellt hat, kostenlos. Weil ich sonst gesagt hätte, du hast doch einen Arsch auf, das mache ich nicht. Also, dieses Schnittprogramm, Namen darf ich leider nicht sagen, weil das wäre Schleichwerbung. Und die Hersteller nehmen das sehr ernst. Aber anders gesagt, das Schnittprogramm würde mich, wenn ich es mir selber kaufen würde, 70 Euro kosten. Was von der Leistung ja ein angenehmer Preis ist. Vielleicht mache ich damit auch nochmal ein Video, vielleicht auch nicht. Ich frage mal bei den Herstellern nach, ob das genehmigt ist von denen. Dann schauen wir mal. Aber soweit von hier. Ja.
Ja. Das hier ist jetzt momentan eigentlich ein bisschen mehr so ein Laber-Video, Genau. damit wir ein bisschen die Zeit Und überbrücken. für die, die Interesse haben, hier mitzuhelfen, also nur mündlich. Schaut mal in der Videobeschreibung erstmal die TS-IP, da könnt ihr nämlich mithelfen. Da wird es nämlich bei uns auf dem TS demnächst einen Channel geben, der Bauinfo heißt. Könnt ihr reingehen, wenn ihr dort wartet, kommt ein Admin oder ein Operator, das sind aktuell drei Stück. Einmal ich, Tim und Luca Netic. Den habt ihr bei mir im Driftvideo schon mal gesehen, gegen den bin ich gedriftet. Flip, 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 flip. Ja. Das ist, glaube ich, Auch mittlerweile auf jeden Running Gag. Fall an. Kann man sich angucken, ist ja lustig. Das Ja. ist, wie heißt die Folge? Müsste die zweite Folge gewesen sein. Da haben die eine, Oder die dritte. wenn ich du wäre, Challenge gemacht. Guckt einfach mal nach. Ich kann euch das auch am Ende verlinken. Jeden Fall, da könnt ihr reingehen, dann kommt, wenn einer anwesend ist, kommt ein Admin oder ein Operator zu und ihr könnt sozusagen vorschlagen, was wir bauen. Ihr müsst nur bedenken, dieses Schneebewegung, das ist ja mit World Edit erstellt, wie ich in der einen Folge erwähnt habe. Und so schwierig, ich muss irgendwie denken, als wäre das schon passiert, obwohl es noch gar nicht online ist. Ah, macht mein Hirn gerade. Auf jeden Fall, dem könnt ihr dann Bescheid sagen, dass das halt gebaut werden muss. Aber es muss halt innerhalb des Bioms reinpassen und darf die anderen halt auch nicht stören. Weil wenn ihr jetzt sagt, hör, bau mal einen Atombunker gegen Wintersturm oder sowas, grob gesagt, bauen wir das hier gerade nur schwierig. Im Grunde genommen, ich habe ja immer noch nicht gesagt, was wir hier genau bauen. Es wird auch noch ein bisschen geheim bleiben. Also erstmal wird es mein Keller. So viel sollte man mittlerweile gereiht haben. Ja, Dachboden wird schwierig. Vor allem, wenn man in der Höhle lebt. Ja, gut, dann. Oh, hier ging es nach unten. Ja, was bei mir in der nächsten Folge passieren wird, wir werden, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich warte, ich gehe mal kurz das zeigen. Mach mal. Oben. Weiter weg. Ich habe hier vorne ja ein kleines Anglerhäuschen angefangen zu bauen. Ja, im Winter bringt es nicht so viel. Ich weiß, hier ist Eis. Aber trotzdem, hier soll ein kleines Anglerhäuschen entstehen und daran würde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge weiterbauen. Um das vielleicht mal fertig zu machen. So viel dazu. Dann gehe ich nochmal runter. Hoch. Ich muss sagen, dass, also wir haben schon viel geschafft jetzt diese Folge. Ich, Don, wie lange nehmen wir schon auf? 23 Minuten. Also, jetzt, ich sag noch kurz, was ich vorhabe. Also, ich möchte, das ist jetzt der Grundriss. Also, so soll es offen bleiben. Dann sollen da drauf Etagen kommen. Und drumherum, wo jetzt halt noch Wand ist, kommen dann die sozusagen so Gänge rein. Das soll dann wie so eine Wendeltreppe, die nach unten geht, sein. Die halt außen rum führt und in der Mitte. Ist auch wahrscheinlich, sind dann wahrscheinlich so Glasböden auf der Etage, damit man einfach bis ganz nach unten gucken kann und dann geht man halt auf den entsprechenden Etagen, so nach links, rechts, geradeaus, hinten, so in alle Richtungen weg. Und dann, ja, so hatte ich es mir vorgestellt. Es wird noch ein bisschen dauern, aber wir haben auch extra nicht so überdimensional groß gebaut. Mit es halt. Oh, sorry. Wird es halt, ja, nicht übertrieben ist. Die Größe kommt von alleine, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, dann ist, Sehen wir uns. beenden wir die Folge hier. Genau, bis zum nächsten Mal. Cheerio! Und vielleicht kriegt die Folge sogar schon ein Outro. Je nachdem, ob Dennis das bis dahin geschafft hat. Wenn nicht, auf jeden Fall in der nächsten Folge gibt es das Outro. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.